mein Freund, der Seppel. Guten Tag, ihr zusammen. Ich bin der Seppel. Mhm. Und jetzt wollen wir tanzen. Ach, ihr wollt tanzen? Ja, ja, ein Walzer. Ein Walzer. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt Walzer kann. Ach, ein bisschen Seppelmusik wirst du doch haben. Ja, Seppelmusik. Ja, meinst du denn, dass die überhaupt hier reinpasst? Na klar, schau doch mal die ganzen Holzbalken. Oh ja. Das ist doch wie beim Musikantenstaben. Da hast du auch wieder recht, da. Also dann, ja. Darf ich bitten, Großmutter? Ja, sehr gern. Du, Kaspar? Ja? Pass aber mal auf, dass du der Großmutter nicht immer auf die Füße trittst. Ach, Seppel, das kann hier doch gar nicht passieren. Warum? Du und ich, wir sind die einzigen Hohensteiner Figuren, die Beine besitzen. Oh, ja, das stimmt. Ich hab keine. Ah, aber die Großmutter hat auch Füße. Und zwar in der Einbildungskraft unseres wunderbaren Publikums. Ja, ja, das stimmt. Hier. Jetzt will ich aber tanzen. Na los. Nein, nein. Oh, warum das denn nicht? Hier ist viel zu wenig Platz. Ach. Normalerweise müssten wir den Vorhang öffnen, um in den Bühnenraum zu gelangen. Stimmt auch nicht. Aber das geht nicht, da ist ein Balken. Oh ja, stimmt. Ja, dann müssen wir eben vor die Bühne gehen. Ja, damit die Leute sehen, wie man das technisch macht. Seppel, bist du dabei? Na klar. Na dann, lass uns mal nach vorne gehen. Das ist viel schöner. Ja, ja. Erinnere mich nicht. Ja, ja, ja. Ach Mensch, so viel Holz. Ich dachte, vier Holzköpfe vielleicht das einzige Holz hier. Seppel, du bist aber kein Kavalier. Ich hab gedacht, du machst mir mal den Vorhang auf. Ach Großmutter, ich hab doch gar keine Hand frei. Jetzt ready for take-off? Yes. Na denn. Ja, so guckt er sehr gut. Ich möchte ja, dass alle am Sonntag zu viel. Ja. Auf jeden Fall. Wenn ihr alle glücklich seid. Ich muss ja nochmal meinen. Bist du lieber so weit? Ja. Genau. Jo. Stelle heute zu, Kraft meiner Amtsmütze. So, und jetzt, hier hätte ich etwas. Das ist ein Brief für Herrn. Moment, meine Gott, es ist verkehrt rum. Muss ich also keinen Kopfstand machen? Da habe ich es also für Herrn Peter Krohn. Den, ja, und diesen Brief, den soll der Herr Krohn erstmal dem Herrn Buresch übergeben. Weil ich nämlich Kraft meiner Dienstmütze den Herrn Buresch dazu verpflichte, den Wortlaut dieses Briefes in aller Öffentlichkeit vorzulesen. Mach ich gern. Ach, Sie nehmen es schon selbst. Das ist aber sehr professionell von Ihnen. Vielen Dank. Handmachung, ich darf mich verabschieden. Auf Wiedersehen. Vorzulesen, eine Urkunde. Peter Michael Krohn, genannt Pitt zum Kühle Puppentheater Kiel, beherrscht seit einigen Jahren das Puppenspiel im Stil der Hohensteiner. Peter Michael Krohns Spielleidenschaft, seine handwerkliche Perfektion, seine Sprachgewandtheit und sein kreatives und gestalterisches Können sind beeindruckend und anerkennenswert. Heike Jens und Professor Arnulf Arndt als leibliche Erbe von Friedrich Arndt und Wolfgang Kurisch als ideeller Erbe der Bühne Friedrich Arndt ernennen hiermit Peter Michael Krohn zum Hohensteiner Puppenspieler. Als legitimer Hohensteiner Puppenspieler darf er eine seiner Bühne auch die Hohensteiner nennen. Oh, jetzt sind wir hier.